So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von American Truck Simulator, auch ATS genannt. Wo wir noch ungefähr so 1000 Meilen vor uns haben, wenn ich mich verguckt habe. Ready to roll. Oh, jetzt ist bewölkt. Dass der Zustand des Wetters nicht einfach mal mitgespeichert wird, ja? Oh, da war ein... Wieso habe ich den nicht gesehen? Hä? War der gerade so unsichtbar? Ah, geht so. Der fügt sich da echt gut in die Landschaft ein, weil ja alles so offen ist und dann hier direkt am Zaun so ein Ding. Das habe ich echt komplett übersehen. Lol. Ah. Was macht denn der da? Macht der Picknick oder was? Ist das ein Schild für irgendwas? Nö, ist einfach nur so ein Poller, der einfach rumsteht. Ich komme auf Ideen. Wer macht denn sowas? Da auch einer. Sicher. Die stehen einfach mitten im Gras. Warum? Wozu? Ja, wobei die haben oben so eine weiße Lackierung. Vielleicht ist das hier nachts so eine Begrenzung, die dann nachts reflektiert. Ne? Oh, Alter, hier ist aber Hartberg auf, Alter. Uiuiuiuiui. Sehr coole Gegend hier. Sehr, sehr coole Gegend. Ist da vorne einfach ein Traktor mit so einem Landwirtschaftsgebrauchsgedingsgedöns-Aufhänger. Auflieger. Anhänger. Ist es ein Anhänger oder Auflieger? Wahrscheinlich ein Anhänger, ne? Ah, nee! Da ist ein großes Fahrzeug. Gott. Landwirtschaftssimulator 2022 hier. Leck mir im Arsch. Und schon wieder unwegsame Straßen. Hier drüber zu fahren klingt halt vor allen Dingen im echten geil. Das hört man hier natürlich gar nicht, ne? Bald müssen wir auch pennen gehen. Gucken, wie lange müssen wir noch? Wir haben noch knapp 2,5 Stunden Zeit. Okay, 2,5 Stunden. Haben wir hier eigentlich noch ein bisschen. Hier haben wir zum einen Bett, was ein bisschen abseits liegt, aber zur Not geht das auch. Ansonsten haben wir hier erstmal gar nichts. Aber gut, bei 2,5 Stunden kommen wir noch ein bisschen weiter. Also ich glaube, das Ding ist auch noch locker drin. Das oder das. Haben wir also noch ein bisschen Alternativen. Passt doch. Und
Wenn es etwas länger als 2,5 Stunden dauert, ist auch kein Problem. Dann haben wir halt erstmal eine Weile noch ein gutes Bett, aber wir pennen nicht direkt weg. Oh, ich fahre schon wieder viel zu schnell. Wundern wir schon, warum es so ruhig ist. Ja, häufiger. Straße frei, sieht so aus. Boah, Alter. Hey. Das sieht nicht schlecht aus. Oh mein Gott, wir beschleunigen! Na komm. Ah. Da spawnen die Autos jetzt auf einfach mal mitten im Sichtfeld. Dachte ich, ich kann die so schön überholen, aber nee. Wenn die da vorne schon anfangen zu spawnen, dann wird es schwierig. Weil ich schon sagen muss, mit den Gegenverkehrs war bisher echt Glück, ne? Also immer wenn ich geholt habe, kam gerade keiner. Ach so, dieses Rotblinken heißt Stopp. Ah, hatte ich mich ja letztens bei der einen Kreuzung gewundert gehabt, warum das da so mitten über der Kreuzung so rot geblinkt hat. Aber das heißt actually Stopp. Okay.
Ring von Bergen hier. Du kannst richtig schön so Skateboarder spielen. Immer zwischen den her, zwischen den Bergen her hin und her pendeln. Immer schön zu hören, wie er immer so laut gähnt, dass man es sogar außerhalb des Trucks in voller Lautstärke hört. Das fügt dem Ganzen immer eine gewisse Realität hinzu. Das ist eine perfekte Straße zum Überholen. So muss eine Straße sein. Richtig weit sehen können. Gut, wie gesagt, hier im Spiel kann es immer sein, dass wenn man so weit gucken kann, die Fahrzeuge trotzdem auf einmal, also der Gegenverkehr auf einmal trotzdem vor einem spawnt. Also, ne? So weit, dass man dann doch schon zu nah ist. Der LKW da gerade zum Beispiel hat man nicht gesehen, wie der gerade gespawnt ist. Das heißt, nur wenn man weit gucken kann, heißt das nicht, dass die Straße auch so weit wirklich frei ist. Ist natürlich leider ein Problem bei dem Spiel. Aber das Problem hast du bei allen Spielen. So, leider können wir mit das nächste mit Bett mal kommen. Sind wir? Ach, die kommen ja erst da unten. Oh. Ist die Strecke ja doch ein bisschen länger als ich dachte. Okay. Ah, gut, dann können wir vielleicht doch da Pause machen. Wobei das echt mit dem Rauffahren muss ich hier so rum und dann hier so, dann kann ich hier unter der Rückwärts und irgendwie sowas aufgondeln. Weiß ich nicht. Wie viel haben wir denn noch, bevor wir hier wirklich pennen? In weniger als eine Stunde. Eieiei. Gut, dann legen wir mal Zahn zu. Ist ja hier eine lange, freie, gerade Straße. Ja. 55, klar. Wo lebst denn du? Bei den Kurven kann man 100 fahren. Und ja, 100 mph. Guck mal, Alter, wie weit diese Straße. Oh, das.
Das ist so richtig Route 66 Feeling. Ah, das ist geil. Ja, das war ein Piepen, hört man auch außerhalb des LKWs. Und da vorne poppen schon wieder Schilder auf. Aus dem Nix. Oh. Das sind echt die Berge. Die Welt wird erschaffen. Ja, ich weiß, dass ich mir die werde. Alter, mit der Maussteuerung hier. Ah, oh, schade, hier ist die Straße nicht mehr so schön unübersichtlich. Hä? Nee, andersrum. Hier ist die Straße nicht mehr so schön übersichtlich. So rum. Und es ist so dunkel. Oh, hier ist ja actually. So, machen wir mal hier so vorbei. Schon besser. Obwohl das ja hier nicht aus wie ein T-Stück. Ich dachte, man kann hier wirklich so richtig schön lang fahren, aber nee, ist einfach ein richtiges T-Stück gewesen. Leck mir doch am Arsch. Und ich dachte, wir können da richtig schön lang speeden. Was eine Enttäuschung. So, machen wir mal langsam Licht an. Ach, das Licht war schon wieder an. Ja. Nice. Ja, das war ja nice. Also, nice. Einfach nice. Ich meine, letztendlich ist es kein Problem. Weil, ich meine, wir fahren LKW. Bei der Lichtmaschine, die wir haben, fällt das bisschen Beleuchtung, was wir da vorne dran haben, vom Energiebedarf des LKWs halt überhaupt nicht auf. Weißt du, beim Auto, das so schon relativ wenig Sprit verbraucht, okay. Aber beim LKW, wir verbrauchen so viel Sprit, da fällt das bisschen Verschwendung nicht auf. Oh. Und oha! Es wird dunkel. Wir werden benebelt, wir müssen gleich schnell beeilen. Hat sogar den Vorteil, dass uns das Adrenalin wachelt. Gut, ob jetzt bei 80 mph schon Adrenalin auftritt, weiß ich jetzt nicht. Da müssen wir wahrscheinlich schon ein bisschen schneller fahren. Um uns wach zu halten, hilft wahrscheinlich nur eins. For the best experience, use headphones. Jetzt sind wir wach. Siehst du, wenn ich hier die Fenster runter mache, dann müsste das ja wesentlich lauter klingen, ne? Oh ja, nice. RIP Headphone User. So wie ich selbst. Danke dafür. Oh, da hinten der Sonnenuntergang. Ah, oh, sehr geil. Alter, was für eine geile Strecke hier. Das ist genau der Typ von Strecken, weswegen ich RTS so liebe. Davon bitte viel mehr. Kann auch technisch kein so großes Problem sein, weil so eine Map zu designen, wo halt fast nichts ist, ist super einfach. Aber es macht halt so eine Laune, einfach mal lang zu kurven. Können wir hier direkt rein? Sieht fast so aus, ne? Ja, lieber da vorne rein. Sieht fast besser aus, ne? Ah, doch, sieht hier besser aus. Oh, dann machen wir hier mal. Stückchen. So. Blockieren wir keine andere Lane. Ah, einmal schön schlafen. Was? So. Umut. Ah, ist ein Level aufgestiegen. Ah. Einkommen.
Aha, aha. Ah, siehst du, dann haben wir wieder 12.000. Also die ganzen Zinsausgaben schon lang wieder aus. Sehr nice. Und sag mal so, es wird nur besser, ne? Wir sind an einem Punkt angekommen, wo es nur noch besser werden kann. Fahren wir da raus oder wenden wir hier? Ah, wenden sieht hier ein bisschen sehr eng aus. Ich glaube, wir machen lieber hinten raus. Der Hauswand hier, was ist denn los hier? Da ist ja gar nichts mehr. What the fuck? Kann sein, dass dieses Haus viel zu nah am Haus platziert ist? Guck mal hier, der Pfosten da. Also, sie sieht man so gar nicht. Der Pfosten da, der ist mitten auf der Straße. Alter, was ist mit dieser Hausplatzierung? Eieieiei. Darauf habe ich jetzt natürlich gar nicht geachtet. Mit sowas rechnet man ja auch nicht wirklich. Das haut einfach mal mitten auf der Straße, klar. Da hat das Bauamt mal wieder gepennt. Oder die Bauaufsicht oder alle. So. Eieiei. Siehst du, wir könnten uns ja auch eigentlich, actually, statt eine weitere Werkstatt, endlich mal einen Auflieger kaufen. Sollten wir auch mal machen, ne? Dass wir mal einen eigenen Auflieger haben. Andererseits, um mit verschiedenen Aufliegern zu fahren, ist natürlich schon abwechslungsreich. Ja, verstehe ich irgendwo. Aber mit dem eigenen Auflieger haben wir natürlich mehr Geld. So. Ja, noch 57 Meilen vor uns, okay. Und wieder auf eine weite Fläche.
Sonntagsfahrer. Süß. Wie geil. Einfach so einen Anhalter gebastelt. Drink Drive Loose. Oh. Hat schon was. Achso, siehst du, wo wir da vorhin an dem Haus hängen geblieben sind. Wir haben ja actually explosive Sachen an Bord, ne? Ups. Ich hoffe mal, das ist kein Nitroglycerin. Hä? Warum steckt der uns nicht schon wieder? Achso, wir kommen hier wahrscheinlich nicht rauf auf die Autobahn, ne? Okay. Ja, genau, da ist die Brücke. Okay. Winnie Muka. Ist von hier Winnie Pooh oder was? Hier darf man 70 fahren? Bitte was? Okay. Und dann aber hier ein Stoppschild, na klar. Hä? Guck mal, die Lampen hier oben sind orange. Jetzt wissen Sie, sieht gerade auf den ersten Blick so aus. Ja, genau, ist orange, blinkt aber rot. Ja. Da haben wohl die Model-Designer oder die Fahrzeugbeleuchtung eingepflegt haben. Nicht ganz so aufgepasst. Ja, komm, ich darf jetzt nicht fahren. Nein, nein! Oh. Ich wollte ihn nicht vorlassen. Ich wollte ihn abmurksen. Und das will ich immer noch. Ehrlich, ich habe keine Probleme. Ich war schon immer so. So. Alter, diese Auffahrten, ey. Wenn du da nicht genug Bodenfreiheit hast, dann setzt du direkt auf. Und ich meine, auch hier gibt es ja so eine Flachbettauflieger, ne? Und mit so einem Flachbettauflieger, da wäre ich dann locker aufgesetzt. Hätte ich locker aufgesetzt. In Grammatik und so. So, wir dürfen jetzt sogar 80 fahren. Nice. Ob wir die erreichen? Ja, wobei doch 80 erreichen waren, ne? Aber ab 90 wird es dann kritisch. Da schaffen wir nur noch, wenn es bergab geht. Oh, dann machen wir mal hier Speedometer rein. Und dann können wir mal gucken, ob wir hier irgendwo... Oh. Entschuldigung. Irgendwo hier Halt machen können. Salt Lake City. Yeah. Tja, wie gesagt, die Frage ist halt, kaufen wir uns irgendwo eine weitere, Garage oder kommt uns erstmal einen Auflieger? Das ist halt the question.
Ich meine, wie teuer ist denn ein Auflieger überhaupt? Ja, so ein Aufliegerhändler hier, wie teuer ist denn so einer? So ein Aufliegerhändler kostet doch bestimmt so ein paar hunderttausend. Ja gut, die meisten kennen wir natürlich noch nicht, danke dafür. Na, das ist jetzt die Lanke aber noch nicht. Ah, schade. Nee, ich glaube, das wird nichts. Ja, gekühlt können wir noch nicht. Und wir können bisher auch nur... Na, obwohl, das würde ja schon eigentlich schon reichen. Haben wir zwar leider noch nicht den mit 4 Achsen, aber... Ich sag mal so, mit 2 Achsen reicht auch erstmal. Hauptsache, wir können unsere Lackierung draufklatschen. Ja. Das ist ja das Wichtigste. Alles andere ist irrelevant. Aber einen gekühlten hätte ich schon gerne. Und da brauchen wir aber noch mindestens noch ein Level. Weil wir sind jetzt Level 14, ne? Ja, rückgängig machen hier. Wir sind Level... Ja, genau. Oh, das ist, da haben wir ja schon fast geschafft. Ja, es ist nicht mehr so viel. Das klingt machbar. Cool. Können wir uns also zugleich halten. Okay, dann würde ich mal sagen, dann sparen wir doch erstmal von einem Auflieger und dann als nächsten Schritt dann erst für eine weitere Garage. Also ist der Bergab schaffen wir locker 90. Wir halten sogar die 95. Wow. Oder war das noch mit unserem alten LKW, wo wir nur gerade mal so 90 erreicht haben, auch im Leerlauf? Geil. Da habe ich unseren LKW gerade ein bisschen unterschätzt, gell? Ah. Okay. Er bleibt bei auf gerader Strecke bei 91 stehen. Das heißt, er scheint wirklich nur 90 zu schaffen. Hm. Ist ja schwer zu sagen. Oh, jetzt haben wir wieder 91. Also so bis um 90 schaffen wir auf jeden Fall. Im Leerlauf auf gerader Strecke. Also auf gerader Strecke ist ja den Leerlauf. Gut, Leerlauf nicht ganz, wir haben Luftwiderstand. Ist ja der Hauptfaktor dabei. Aber ja, wir schaffen auf gerader Strecke, also auf waagerechter Strecke 90 mph. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Dann würde ich mal sagen, drücken wir das Gaspedal einfach durch. 80 ist ja eh erlaubt. Ja, von daher. Die 10 km/h mehr. Die 10 mph mehr oder weniger ist dann auch irgendwo egal. Oh, freie Bar mit Marzipan. Wie die halt also alles so langsam vor sich hin tuckern, ja. Leute, jetzt 80 erlaubt. Macht mal hin hier. Guckt ihr euch an mit ihren Billig-LKWs, ey. Ich schaff nicht mal das. Also, wir sind geradeaus weiter, okay. Wollen wir nicht actually mal Pause machen irgendwo? Jetzt bin ich ja gerade so richtig schön drin, ne? Aber, sonst wird die Folge echt zu lang. Also mal gucken, da vorne sieht aus wie ein Rastplatz. Kann das sein? Ah, die Wiegestation. Muss das sein? Gut, hier vorne kommen eh ein paar Kurven, wo wir wieder langsamer fahren müssen. Damit 90 lang zu fahren, wäre vielleicht keine so gute Idee. Dann fahren wir mal doch bei der Raststation rein und dann gucken wir mal. So.
Gut. Dann soll es das mit der Folge auch wieder gewesen sein. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge dann wieder. Bis dann.